Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Festa. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber. Für anspruchsvolle Genießer. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Schön, haben Sie eingeschaltet. Das ist «Persönlich» bei Claudia Lesser. Heute mit einem sehr speziellen Mann. Er war der läuteste, der schrägste, der auffälligste Bachelor der Schweiz. Er hat geflirtet, was das Zeug halt tut. Wer ist der Vujak Gavrič? Das werden wir heute herausfinden. Zusammen mit einem Mann, der ihn auch schon recht gut kennt. Er heisst Stefan Büsser, ist Comedian und Moderator. Und darfst du sagen, dank dem Bachelor sehr viel Erfolg gehabt, zum erfolgreichsten Moderator im Netz gewählt worden von den Zuschauern. Über 100'000 Likes mittlerweile. Herzlich willkommen, Stefan Büsser. Danke. Ihr seid das Zweite da, wie man glaubt, kaum ihr zwei. Also euch verbindet relativ viel, finde ich. Ihr habt beide eine grosse Leidenschaft, nämlich das ist das Entertainment. Andere zu unterhalten, bringen beide zum Lachen. Ich behaupte, ihr beide geniessen das Leben sehr gerne. Habt schon bereits früh gewusst, was ihr wollt oder wahrscheinlich lieber nicht wollt. Seht ihr das auch so? Oder was verbindet euch sonst noch, Vujo? Wir sind ja, es ist ja nicht so, dass er sich nur über mich lustig macht und ich auch nur über ihn, sondern wir sind auch gute Freunde mittlerweile geworden. Und, ja, aber es ist so, wie du das gesagt hast, er ist im Entertainment tätig und ich genauso. Und wir bringen halt einfach die Leute zum Lachen. Und zusammen machen wir es noch besser. Definitiv. Und was ja speziell ist, Stefan, man glaubt es kaum, du nimmst ihn auf den Arm, du setzt dich auf eine ganz spezielle Art und Weise mit ihm auseinander und er vertreibt es. Ja, also er hat durchaus Nehmerqualitäten. Das kann man glaube ich, über den Vujo sagen. Er ist wirklich sehr, sehr selbstironisch. Er hat jetzt also noch nie nach einem Video angerufen und sich beklagt und gefunden, das geht ja gar nicht. Im Gegenteil, er findet es eigentlich glaube ich, selber am meisten lustig. Du nimmst es nicht persönlich? Nein, gar nicht. Du, ich habe schon mal gesagt, ich finde es cool, wenn sich Leute irgendwo durch Mühe geben, vor allem wie Büssi jetzt auch, der Stefan, und sich noch ein bisschen Mühe gibt und das noch ein bisschen cooler macht, so Videos, so Sketches. Und ich finde es, er bringt die Leute zum Lachen und es sind nicht wenige Leute. Und dann, wenn es noch mit mir ist, finde ich es noch cooler. Und so ein cooles Video, das schauen wir uns jetzt an. Ich komme heute mit sehr, sehr traurigen Nachrichten. Die Schweiz hat ein Traumpaar verloren. Der Vujo und Melanie sind seit heute offiziell nicht mehr zusammen. Warum versucht der Vujo das zu erklären? Ich suche eben das gewisse Etwas und das kann ich selber nicht beschreiben. Also, eine Frau muss sich dann einfach mal mit irgendetwas, was sie selber noch nicht weiss, können umhauen und dann ist es geschehen. Okay, ich hätte nie gedacht, dass ich den Satz mal sage, aber Mike Schiwa, kannst du vielleicht ein bisschen einfacher erklären? Die Liebe vom Leben kommt nur einmal. Und bei dir war sie noch nicht da. Und darum, meine Damen, habe ich heute für euch das geilste Angebot seit dem Ausverkauf bei Zalando. Energy. Medi-Lotion. Wegen grosser Nachfrage endlich wieder auf dem März. Vujok. I just wanna feel real love. Für den Hund dann lieben. Greif jetzt zu! Nur noch ein Exemplar auf Lager. Eröffne jetzt ein Tinder-Profil und bekomme ein Nackt-Selfie gratis obendrauf. Schöner als ein Sonnenuntergang bringt er auch deine Augen wieder zum Blinken. Ich bin selber von mir mehr als überzeugt. Vujo G. Weniger ist weniger. Weniger ist weniger, du bist bei Vujo weniger immer mehr, oder? Manchmal, ja. Nein, man kann mehr daraus machen. Man kann mehr daraus machen. Absolut, ja. Das ist einer der besseren Videos, muss ich sagen. Einer der besten bis jetzt. Und wenn sich einer mit Qualität auskennt, dann ist es der Vujo. Dann ist es der Vujo. Definitiv. Aber schaust du dir alle Videos an, die Stefan Baschlin? Nein, du alle auch nicht gerade, aber klar, jetzt nach dieser Story ist ja wieder irgendwo durch einen Hype entstanden und dann weiss ich, okay, ist der bisschen der Erste, der wieder anfängt zu überlegen, was kann ich jetzt drehen, was soll ich machen und dann, wir sind ja Freunde auf Instagram, auf Facebook und dann, wenn ich mal Zeit habe, schaue ich es ja.
Es ist ja unglaublich bei dir, oder? Also es ist bei dir dank dem Bachelor-Format ja auch Wahnsinns nach oben gegangen. Hättest du das gedacht? Ja, böse Zungen sagen ja, der Vujo hat meine Karriere gestartet. Lassiert. Andere Karriere hat er möglicherweise beendet. Also von dem her ja, bin ich glaube auf der glücklichen Seite. Du, nicht das Bachelor-Format, sondern der Vujo hat seine Karriere gestartet. Das muss ich klarstellen, das ist so. Absolut, ja. Bei mir hat er ja angefangen. Du hast ein gutes Selbstbewusstsein. Das habe ich auch schon immer gehabt. Woher kommt das eigentlich? Du, weiss ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Aber es, ich bin halt so, wie ich bin. Und ja, ich nehme das Leben so, wie es kommt. Und mir ist ja relativ immer alles egal. Von dem her, ich glaube, von dem kommt es. Du, das glaube ich dir nicht, dass dir immer alles egal ist. Es wird ja Sachen geben, die sind dir definitiv nicht egal. Ja, es gibt Sachen, die sind mir definitiv nicht egal. Egal, absolut klar. Aber sonst das Leben allgemein ist mir eigentlich irgendwo durch egal. Ob ich, du, ich kann froh sein, wenn ich morgen aufstehe. Ich nehme das Leben mal so. Das ist, glaube ich, bei dir ein bisschen anders, oder? Ja, also ich bin auch froh, wenn ich morgen aufstehe. Das verbindet uns in dem Sinn. Vor allem ist mein Arbeitgeber froh. Das Problem kennt er jetzt nicht. Mein Arbeitgeber ist froh, wenn ich am Morgen jeweils gerne wieder arbeiten komme. Ansonsten, nein, also, ja, also so viele krasse Verbindungen haben wir jetzt glaube auch nicht, dass wir da die ganz grossen Parallelen ziehen könnten. Mhm. Das nimmt mich doch zum Schauwunder. Beschreib mal den Stefan. Was ist der Stefan? Das nimmt mich jetzt auch wunder. Das ist der Stefan. Für Menschen jetzt, oder was? Ja, mm-hmm. Ja, du, er macht sich halt gerne über andere lustig, aber er macht sich nur auch über sich selber lustig. Und er ist halt einfach so ein typischer einer, der ein im Radio schafft, ein bisschen blöd rumgeht, ein bisschen Sandwich oder Tankstelle kauft. Er ist jetzt der einer, der in ein Restaurant geht, mal essen. Man sieht, er hat sich total mit deinem Charakter auseinander. Ja, absolut. Du. Und er ist auch mal einer, der gerne das Telefon abnimmt, wenn ich sage, du kommst aufs Bier vorbei, dann kommt er auf eins vorbei. Und sonst schaut er halt einfach zurück, wo brennt es, mein Lieber. That's it. Und nein, ich finde ihn absolut cooler Typ. Es gibt natürlich Leute, die sagen, du, er macht sich auf Kosten von anderen, macht er sich einen Namen und macht sich lustig über dich. Das finden die Leute nicht fair. Aber du, das hast du in der Schweiz, das hast du in Deutschland, das hast du überall. Und also, spricht ja eigentlich alles für seinen Erfolg. Job, absolut. Genau, ja. Aber es gibt immer wieder Leute, die halt ein bisschen reinschissen. Aber ich finde es super, was er macht. Wie ist das bei dir? Wirst du mit dem auch konfrontiert? Also sagen wir dir das einmal direkt. Ich finde es nicht cool, dass du dich da zum Beispiel über Vujos und so. Ja, natürlich gibt es immer mal wieder Feedbacks auch in der Kommentarspalte und so. Ja, du machst dich einfach immer nur über andere lustig. Ich muss sagen, meistens sind das Leute, die das ja fast schon suchen. Ich glaube, einige davon würde man heute gar nicht mehr kennen, wenn ich mich nicht über sie lustig gemacht hätte. Und ja, am Ende ist es eine Win-Win-Situation, glaube ich, für beide. Ja. Mhm. Sind ihr doch schon ein Zeitchen miteinander unterwegs? Ich habe das Gefühl, es ist noch nicht so tiefgehend besprochen worden, was ihr aneinander gut mögt. Wir wollen aber mal schauen, was die Leute an dir mögen. Und dann schauen wir schnell auf die Straße und haben eine kurze Zusammenfassung zu allen charakteristischen Merkmalen von Vujo. So ein gut aussehender Boy, ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung. Er sieht auch wie ein Schauspiel von Hollywood. Ja. Oh, ja, ja. Da lohnt sich die Brille anlegen. Sieht gut aus. Ja, wie ein Model. Ich bin Fußballer, das weiß ich. Das spielt bei Rappi. Der Bachelor, ist das nicht der Bachelor? Der Bachelor. Der Bachelor. Bachelor. Der Bachelor. Der Bachelor. Bachelor. Der Bachelor. 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 ja, der Vujo, oder wie der heißt, ja. Vujo ist oder so? Der Vujo. Das ist der Vujo. Vujo. Der Vujo. Vujo. Der Vujo. Der Vujo. Der Vujo. Der Vujo. Der Vujo. 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 Der Vujo. Der Vujo. Der Vujo. Der Vujo Gavrič. Stadtbekannt. Zum Player. Macho. Frauenversteher. Frauenheld. Megapoet. Ein Macho. So ein Frauenheld. So ein Playboy. Frauenschwarm auf Rissa. Romantische Sonnenuntergänge, die er organisiert hat. Offene Persönlichkeit. Geht gerne in Ausgang, macht gerne Radau. I met him in a club once, actually. Not a very pleasant experience. He was super drunk. Ja, er war schon mal im Wow und hat die Rosen verteilt und hat wirklich gut ausgesehen. Der macht mega viel Party, wird oft verhaftet. Hat er aus uns weggekommen, wenn wir seine Porsche mieten, oder? Ein Überheblicher. Hat nicht so viel im Kopf. Jetzt ist er ein Partygänger, aber später wird er so ein Familienmensch. Er ist ein bisschen ruhiger geworden, jetzt, als er mit der Melanie zusammen war. Aber jetzt ist er schon wieder nicht mit der Melanie zusammen, glaube ich, oder? Jetzt ist er wahrscheinlich wieder Partylöwe. Aber er ist sicher ein korrekter und lieber. Er ist schon ein cooler Mann, sag mal so, ja. Bestimmt. Ein lustiger Typ, macht gute Sprüche und lacht über sich selber, das Typ da. Ich finde ihn lustiger und recht extrovertiert, weil er muss sich halt zeigen. Und so ganz ein arroganter, komischer Typ. Er wirkt oberflächlich, aber wirklich so ist, weiss man natürlich nicht. Ich habe das Gefühl, er ist sehr schwer einzuschätzen. Also man weiss nicht, ob das eine Fassade ist, so wie er sich zeigt, oder ob das wirklich er ist. Du,
vieles haben wir gehört. Du hast wahrscheinlich vieles auch schon gehört. Was stimmt denn und was stimmt nicht? Du, also das erste Mal, dass das Fassade ist, das stimmt hin und vorne nicht. Weil die Leute mögen mich ja genau aus dem Grund, weil ich eigentlich authentisch bin, so wie ich bin. Und ich spiele niemandem etwas vor. Und das alles andere habe ich eigentlich auch schon gehört, ja. Das Arrogant, das nervt nicht oder hat nichts im Kopf? Also so das Klischee, dem spielst du ja manchmal auch, oder? Das stört mich gar nicht. Die Leute, die mich kennen, die wissen ja, ich bin nicht arrogant. Und dann wissen sie auch, dass ich etwas im Kopf habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts im Kopf habe. Also etwas ist schon im Kopf drin. Und alles andere, jeder hat das Recht, sich über jemanden zu äußern. Du, spannend habe ich gefunden, das Thema Familienmensch. Also, da hat es doch eine Frau gehabt, die gedacht hat, der wird einmal Papi und ein Familienvater. Ist das ein Masterplan von dir? Das kannst du dir mal vorstellen, Familie zu? Absolut. Ich habe auch immer gesagt und betont, ich will mal ein guter Papi werden. Ich will auch mal Kinder haben. Aber ich will mich für diesen Schritt entscheiden, wenn ich weiss, ich bin so weit. Also, das heisst, es ist ja kein einfacher Schritt, wenn du Vater wirst oder Mami oder was auch immer. Und wenn ich Vater werde, dann wollte ich einfach wissen, okay, ich habe nichts in meinem Leben verpasst, ich bin für meine Kids da, ich bin für meine Frau da und that's it. Ist das der Grund, warum du so Gas gibst, dass du eben nachher nicht mehr nachholen musst? Nein, was heisst Gas geben? Ich gebe ja nicht Gas. Ich gehe gerne raus und that's it, was ich im Ausgang mache. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, heute muss ich das und das und das machen. Nein, ich gehe einfach und schaue, was passiert. Also ich glaube auch, dass der Wujo wirklich auf der Suche nach einer Traumfrau ist. Sein Problem ist, er findet sie ja jedem Ecke. Nein, es gibt sehr viele von denen. Die muss man dann eben auch immer gut prüfen, oder? Dementsprechend. Das macht er intensive Prüfungen, ja. Also seit Bachelor habe ich aufgehört zu suchen. Wenn du anfängst zu suchen, dann ist es nie die Richtige. Entweder triffst du sie mal per Zufall und am besten irgendwo im Globus beim Einkaufen und dann sind. Hast du eine gefunden im Globus, als du beim Einkaufen warst? Nein, aber ich sage, am Flughafen hast du jetzt eine gefunden, oder? Ja, das war nicht bei mir kaufen. Aber am Flughafen. Duty free. Am Duty free, ja. Duty free, ja. Du, ich sag's mal so. Ich bin Single. Ist gut? Bist du wirklich Single? Ich bin Single, that's it, ja. Wirklich? Weiss ich das auch? Das weiss ich auch. Ja. Okay. Das weiss ich auch. Aber es ist nicht jemand, wo du sagst, das könnte die potenzielle Mutter deiner Kinder sein. Die du am Flughafen getroffen hast? Nein, die Frau, die ich getroffen habe, sie ist nicht das gewesen. Du, ganz ehrlich, ich sage es jetzt als erstes in dieser Sendung, es ist nicht das gewesen, was ich mir vorgestellt habe. Vor allem, es ist vielleicht, wie soll ich sagen, sind Gedanken, ja, viel zu schnell von einer Beziehung in die andere. Es ist nicht das gewesen. Und ich bin irgendwo momentan zu fest happy, dass ich sage, dass ich jemandem weh mache. Und darum habe ich mich auch entschieden, du, weißt, es ist wirklich nicht das, also ich will niemandem das Herz brechen, aber ich habe gesagt, es ist nicht das, was ich mir vorstelle. Was heisst vorstellen? Vielleicht bin ich noch im Kopf ein bisschen verwirrt und alles. Und das ist mittlerweile auch vorbei. Und soll ich sagen, ich genieße jetzt das Leben. Jetzt kommt die Bikini-Zone, jetzt kommt der Sommer, es kommen coole Ferien. Das gibt viel Potenzial für viele coole Geschichten. Aber wenn wir gerade beim Thema Liebe bleiben, ich meine, du bist einer, der hat schon die grosse Liebe gefunden, oder? Ja, darf mich glücklich schätzen. Auf jeden Fall. Was ist eigentlich die grosse Liebe? Ja, also in meinem Fall, ich weiß, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube 1,364 ist sie ungefähr. Also das wäre so etwa der Tag, den ich dann kann machen. Nein, also ist klar, was mich jetzt wahrscheinlich unterscheidet, ich habe jetzt nicht primär den Fokus gerade direkt auf Bikini-Zone gelegt, um meine Traumfrau zu finden, wie das der Wujo jetzt vielleicht fürs nächste halbe Jahr wieder anstrebt, sondern da zählen dann durchaus auch noch die ein oder andere Werte. Und das ist ja auch der Tipp, den ich ihm so im väterlichen Rat als 3 Jahre älter immer wieder mitgeben und sagen, tu doch mal den Fokus ein bisschen ändern, dann kommt es schon gut. Ja, genau, das ist ein echter Mehrwert, oder? Eine gute Beziehung. So. Ja, und also
der Vujo ist absolut fähig, eine gute Beziehung zu führen. Also da zweifle ich jetzt ernsthaft nicht dran. Und er ist ein wahnsinnig lieber Mensch. Ich kenne wenig Menschen, die so grosszügig sind wie der Vujo. Also wenn wir mal weggehen, ist nie eine Diskussion. Er will immer zahlen, auch wenn Leute dabei sind und am Tisch sitzen, die er nicht kennt. Er ist wirklich sehr ein Gentleman und ein grosszügig. Also er hat auch eine andere Seite. Er tritt manchmal ein bisschen grosskotzig auf und hat ein bisschen übersteigertes Selbstbewusstsein. Aber im Herzen ist er wirklich ein guter. Geht das dann schon richtig narzisstische Zeug, oder? Nein, das ist jetzt übertrieben. Ich finde, es ist untertrieben, aber... Also weißt, es gibt ja ganz viele, die müssen zum Psychiater gehen, weil sie kein gutes Selbstbewusstsein haben. Das ist meistens das grösste Thema von uns allen. Dir scheint das irgendwie in die Wiege gelegt worden zu sein. Hast du keine Ahnung, woher das kommt? Ich schätze mal, ein sehr behütetes Elternhaus, Eltern, die sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass sie dich gerne haben, zum Beispiel. Du, absolut. Meine Eltern haben uns auch immer gesagt, nicht nur mir selber jetzt, sondern meine zwei anderen Brüder. Du, stehen am Morgen auf, schauen in den Spiegel und schauen so, dass ihr in den Spiegel schauen könnt. Und nicht so mit gesenktem Kopf. Also, wir sind einfach immer ehrlich zu den Leuten. Und so eine bin ich auch. Und du, wie gesagt, eben, ob jetzt der eine Meinung hat von mir, so eine und die Frau so, die ich eigentlich irgendwo durch nicht kenne, interessiert mich das einfach gar nicht. Ich ziehe mein Ding durch. Das habe ich schon immer gemacht bis jetzt und das werde ich auch weiterhin machen. Schauen wir doch schnell gerade in die Kindheit rein. Hast du ein harmonisches Elternhaus gehabt? Sehr, ja. Ja, also das ist ein grosses Glück, wenn man das hat. Und prägt einem, glaube ich, dann auch für den weiteren Verlauf sehr. Ich glaube, man sucht dann auch automatisch wieder etwas in diese Richtung. Und ja, da habe ich wirklich ganz, ganz grosses Glück gehabt. Was ist das Wichtigste, was du aus dieser Zeit mitgenommen hast von deinen Eltern? Ja, enorm viel Liebe. Und ja, was halt wirklich, also das grosse Glück war auch eine Mami, die zu Hause war. Mhm. Ich glaube, auch wirklich Eltern können zu Hause sein, sei jetzt Mami oder Papi. Ja, wenn ein Kind merkt, da ist jemand zu Hause, da kommt man eben heim und nicht, es ist niemand rum und so. Mhm. Das ist, glaube ich, enorm viel wert. Und ja, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Das ist in der heutigen Gesellschaft ein Luxus, wenn man das kann. Und umso dankbarer sollte man sein, wenn man es erlebt hat. Das war bei dir auch so, oder? Deine Mami ist auch... Du, jetzt kann ich gerade sagen, 1:1, eigentlich wie beim Stefan. Ja. Du, wir waren nur 3 und 3 Buben. Halt. Ist für's mit Zwilling, das ist ja sehr anstrengend. Genau, ja. Aber das ist eben das, was es ausmacht. Liebe, Geborgenheit, die Wärme zu Hause. Du weißt, es ist immer jemand zu Hause. Die Mami schaut immer natürlich auf dich, macht alles für dich. Und das ist auch etwas, was ich und vor allem der Familie halt. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Also, dass du weißt, egal was ist, du hast zwei Brüder, du hast Mami und Papi, die immer, egal was du machst, hinter dir stehen. Ob es jetzt eine positive Geschichte ist oder eine negative. Klar gibt es bei einer negativen Geschichte einen Rüffel, aber sie sagen trotzdem, okay, du bist mein Kind. Wann hat es das letzte Mal einen Rüffel gegeben? Das letzte Mal einen Rüffel? Nein, mit der Training von der Melanie war sie nicht so einverstanden, oder? Ja, klar, sie hat es schade gefunden, wie viele andere Leute auch. Aber sie versteht auch, Beziehungen, sie können nicht funktionieren zum Teil, sie müssen nicht funktionieren. Mhm. That's life. Was haben sie vom Bachelor gehalten? Du, ehrlich gesagt, meine Mami hat irgendwann gesagt, sie findet es eine coole Geschichte. Und bevor sie gewusst hat, was es heißt. Nein, sie hat schon gewusst, um was es ging. Also, mein Vater hat es irgendwie ein paar Tage vorher gesagt, bevor ich abgeflogen bin. Ich sagte, ich bin einfach mal ein paar Wochen weg. Er sagte, weißt du was, komm, mach doch einfach. Also, dem habe ich es gar nicht gross erzählt. Aber klar hat er dann auch manchmal, einen Rüffel verteilt, wenn er all die Nachtfotos nicht gesehen hat in der Zeit etc. und all das, was ich gemacht habe, kriegst du einen Rüffel. Aber er liebt mich immer noch genau gleich, ob ich jetzt das eigentlich gemacht habe oder nicht. Das ist eigentlich so, wie sich die Eltern müssten verhalten, oder? Das absolut. Ist definitiv vorbildlich. Bei dir hat das sehr früh angefangen mit dem Fußballspielen, mit dem Brüder zusammen. Genau. Ihr habt beide sehr schnell, glaube ich, gewusst, dass ihr auf Fußball sitzen, oder? Das ist so, ja. Wir haben in einem gewissen Alter, wir setzen auf Fußball. Wir haben relativ mit 4 angefangen und es ist eigentlich super gelaufen bis zu einem gewissen Alter, wo dann ein bisschen die Pubertät hineinkommst, machst Autoprüfung, dann lernst du mal das Tanzparkett kennen, trinkst mal links und rechts eins und dann, ja,
dann ist es eigentlich schnell vorbei, wenn du den Fokus nicht mehr ganz 100% auf Fußball hast. Und das ist halt einfach so. Er ist ja nur so sportlich, weil sie nehmen ihm ja so im 3-Monats-Rhythmus den Ausweis weg, darum muss er ständig laufen, darum ist er überhaupt so sportlich. Eben, ja. Ja, eben, das hilft jetzt nachhaltig, dass du das kannst weitertragen kannst, obwohl du nicht mehr Profifußballer sein willst. Nein, absolut. Du, es kann nicht jeder Profifußballer werden. Klar ist das ein grosser Wunsch gewesen, aber ich traue dem nicht nach. Ich habe genug Freunde, die Profis sind, die ich ohne Probleme anrufen kann und die besorgen mir ein gutes Ticket für einen guten Match. Also, das lange für mich auch schon. Aber hey, jetzt mal ehrlich, hast du nie bereut, dass du aufgehört hast? Ich meine, du hast in Winter gespielt, als 16-Jährige in der U18. Da wäre ja einiges drin gelegen. Das haben dir auch ein paar Leute in deinem Leben gesagt. Absolut, das weiss ich auch. Aber du, Natur, nein, eigentlich nicht, weil ich habe andere Sachen erlebt. Klar, du, vor allem traue ich nicht dem nach, dass ich weiss, ich bin selber schuld. Und ich mache mir irgendwo keinen Vorwurf, ey, Vujo, du bist ein Idiot, wieso hast du, wieso bist du nicht ins Training, wieso bist du feiern? Und ich sage einfach, du, ich habe mein Leben genossen, werde das auch weiterhin machen. Ob ich jetzt Profifußballer bin oder nicht, das spielt für mich effektiv keine Rolle. Gut, jetzt bist du Bachelor, oder? Das ist auch Ex-Bachelor, das ist auch so Ex-Bachelor. Ja, das ist absolut richtig, dass du es korrigierst. Den Stempel will man wahrscheinlich nicht ewig haben, oder? Nein, absolut nicht. Gut, aber wer ist schlimmer, Ex-Bachelor oder Bachelor? Ich weiß es gar nicht. Du bist jetzt in der gleichen Reihe wie der Raffi Beutel, bist dir das bewusst? Ja gut, ich glaube, ich spiele da in einer anderen Liga als Raffi. Nicht gegen den Raffi jetzt, ich finde, hey, könntest du nicht so ein Coach werden für gutes Selbstbewusstsein? Ich finde das super. Also, es könnten ein paar Leute etwas lernen von dir. Ja, ich sehe dich auch noch auf so einer Bühne vor 300 Managern. Ja, schau, bin einfach, findet euch gut und los geht's. Ich glaube, es könnte funktionieren. Es könnte 100%, es würde funktionieren. Das sagst mir nicht nur du, das sagen mir 100 andere Leute auch, die sagen, ey, ich hätte gerne das Selbstbewusstsein. Das war bei dir immer so, Stefan, dass du ein gutes Selbstbewusstsein gehabt hast. Ich meine, es hat bei dir ja auch schon sehr früh angefangen, dass du in der Schule so ein bisschen den Clown und den Entertainer gespielt hast. Ja, also ein Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so. Ich glaube, also der Wuja ist mittlerweile geübter im Abprallen lassen. Also bei mir geht dann doch Kritik und so teilweise noch ein bisschen zu nahe. Ich muss es noch ein bisschen mehr lernen. Ich finde, es ist natürlich auch eine ganz andere Welle zugerollt. Und ja, es ist jetzt nicht so, dass ich also zu Abend ins Bett gehe und denke, morgen wachst du wieder als Geistersicht von der Welt auf. Das ist jetzt doch eher sein Gebiet, ja. Ich glaube, das ist auch gut so. Schauen wir gleich noch mal schnell zurück in deine Kindheit. Das mit dem Theaterle oder ich sage jetzt mal, die Leute unterhalten, das hat ja sehr früh angefangen. Wie haben das deine Eltern damals gefunden? Wahrscheinlich im kleinen Kreis okay. Je grösser der Kreis wurde, desto anstrengender. Weil ich habe dann, wie das Kind so hat, den Moment an mich verpasst, wo man aufhören sollte. Und habe dann unterhalten, auch wenn es nicht mehr gewünscht war. Und vor allem irgendwelche Sachen an mich im Fernsehen aufgeschnappt und irgendwie primitive Witze dann gemacht von einem Besuch, wo es vielleicht nicht ganz so passend war. Also von dem her haben meine Eltern dort doch sicher auch den einen oder anderen Moment gehabt, wo sie sich gewünscht hätten. Mein Geltungsdrang wäre ein bisschen kleiner gewesen. Wo ist denn das in der Schule gewesen? Bist du ein guter Schüler gewesen? Ein Fauler. Sagen wir es so, ich wäre eigentlich gut gewesen. Ich habe zum Beispiel ohne Lernen eine Gymiprüfung gemacht und habe sie bestanden. Ich bin aber nur an die Gymiprüfung gegangen, weil es mich so fest angeschissen hat, in die Schule zu gehen. Also ich habe gesagt, da habe ich wenigstens 2 Tage frei, gegangen, einfach an die Prüfungen. Da ist es dummerweise bestanden, ich habe einen Brief schreiben. Ich komme dann also nicht. Es war eigentlich mehr ein Joke gewesen, dass ich dort drin bin. Und das haben sie dann auch nicht lustig gefunden, komischerweise. Also ich wäre, glaube ich, ein sehr guter Schüler gewesen, wenn ich einfach nicht so unglaublich lernfaul gewesen wäre. Das passt wahrscheinlich auch zu dir, oder? Ja, ist so. Du, Schule, ich erkläre dir schnell, Wujo. Ja, ich bin auf der Bank sitzen. Ja, oder? Klar, du, bei uns ist es halt einfach ein bisschen anders, dass wir am 12. Lebensjahr halt nur private Sportschulen besucht haben und dort auch, es ist so, weniger Schule gehabt haben, mehr so für uns alleine gearbeitet haben, weißt. Aber es ist eigentlich, ich bin auch eigentlich ganz ein guter Schüler gewesen, das könnt ihr überprüfen, wo ihr erwähnt. Also im Sport? Nein, nicht nur im Sport. Du hast mir ein guter Schüler sein. Das ist jetzt einfach kein so, okay. Du kannst nicht mehr trainieren. Du spielst nicht mehr Fußball. Weil das war schon alles verbunden mit dem Fußballclub und mit der Schule halt. Die Schule hast du aber abgebrochen. Du genau, hast sie beendet, ja. Du hast sie abgebrochen. Genau. Für deine Eltern nicht ein Mega-Schock. Ich glaube, meine Eltern hätten mich an die Wand genommen, ganz ehrlich. Die hätten gesagt, Mädchen, und jetzt lernst du erst etwas Richtiges. Ja, absolut. Du, für meine Eltern war das auch nicht cool gewesen, aber in diesem Alter waren wir halt so grosse Talente, ich und Alex, dass Kai sagt, okay, wir setzen auf die Fußballkarte, oder? Und das haben ja viele andere auch gemacht und haben es geschafft. Es gibt halt ein paar, die schaffen es nicht. Ich und Alex haben es halt leider nicht geschafft. Aber du, heutzutage
kannst du meiner Meinung nach irgendwo durch. Ich kenne viele Leute, die haben Schulabschluss, die haben das gemacht, studiert und alles. Du, wenn du Vitamin B hast, kommst du da zum Teil auch einfacher rein. Ohne dass jetzt, blöd gesagt, es ist halt tragisch, Schulabschluss hast und andere studieren und alles Mögliche. Und es wird der bevorzugt, der halt einen in der oberen Etage kennt. Das ist halt ein bisschen traurig, aber das ist immer auch mein Vorteil. Du hast keine Existenzängste, dass irgendwann in 20 Jahren, wenn du keine Schulausbildung hast und nicht im Berufsleben gewesen bist, irgendwann kein Geld mehr verdienst? Nein, ganz und gar nicht. Ich mache mir, es interessiert mich im Moment auch nicht, was in 20 Jahren ist. Das ist wahrscheinlich bei dir ein bisschen anders, oder? Nehme ich an. Ja, also ich muss mir zumindest Gedanken machen, gerade wenn du eben von Kunst und Comedy etc. lebst. Du weißt nicht, was in 3-4 Jahren ist, oder? Finden wir nochmal einen Vuja, wo ich Videos machen kann dazu? Oder klingt das dann irgendwann auch ab? Ich persönlich, eben, jetzt rundum sind irgendwie alle am Ausflippen mit Likes und weiss ich was und wie das abgeht, wie das geht und so. Ich persönlich glaube halt nicht an Hypes. Ich habe vorher schon einen Background gehabt, ich habe gewusst, ich kann moderieren, ich habe einen sauberen Job gemacht über Jahre jetzt im Radio. Jetzt ist etwas on the top gekommen, wo irgendwie alle ausrastet. Das wird auch wieder vergehen. Und dann habe ich aber immer noch etwas, was geblieben ist. Und, also ich baue jetzt auch nicht irgendwie etwas auf dieser Luftblase auf. Du bist nicht wie viele andere Künstler von der Existenzangst getrieben. Das haben ganz viele, die selbstständig arbeiten und sich immer wieder Sorgen um Geld machen. Nein, das habe ich zum Glück wirklich nicht. Aber eben, ich hatte dort wirklich auch einen soliden Boden und da ist es mir gleich gegangen wie dir. Also meine Eltern haben auch gesagt, du machst eine Lehre. Wenn es nach mir gegangen wäre, ich wäre irgendwie mit 16 aus der Schule und hätte direkt angefangen, Radio zu machen. Aber es hat dann geheißen, machst du brav deine KV-Lehre fertig. Und ja, so etwas im Hintergrund zu haben, ist sicher nicht schlecht. Mhm. Du scheinst sowieso sehr spezielle Eltern zu haben. Du wohnst noch daheim. Das würde auch nicht sehr viel machen. Also der Büssi hat das definitiv wahrscheinlich nicht gemacht, nehme ich an. Nein. Nein. Wie lange hast du zu Hause gewohnt? Bis 19, ich glaube. Ja. Dann bist du ausgezogen? Dann bin ich ausgezogen, ja. Was ist der Vorteil, wenn man zu Hause wohnt? Du, ob ich jetzt noch zu Hause wohne oder nicht, das lasse ich mal draussen. Du wohnst gar nicht mehr zu Hause. Das lasse ich jetzt mal draussen. Vorteil ist zu Hause. Du, ich habe eben einfach super coole Eltern. Und klar, es ist... muss ja Mami einfach Danke sagen. Jetzt mal, wenn etwas ist oder wenn du Hunger hast, es ist immer etwas Warmes da. Das Mami ist auch immer zu Hause. Du wohnen mittlerweile alle nicht mehr zu Hause. Und die Mami sorgt sich halt um uns, ob wir jetzt 30 sind oder die älteren Brüder 32. Da kommt einer ab und zu mal vorbei, bringt ein bisschen Wäsche, dann wird die Wäsche gewaschen. Und die Mami hat dann irgendwann auch eine hohe Freude. Und hat es noch keine Frau komisch gefunden? Nein, eigentlich bis jetzt nicht. Nein? Ja. So etwas schräg, dass du die Wäsche nach Hause bringst? Nein, wegen. Wenn ich sie selber nicht waschen muss. Oder sie nicht waschen muss. Die Mami macht sie ja gerne. Die tut gerne um eigenen Sohn Wäsche waschen und sagt, du, schau, Kleine, da hast du wieder deine Wäsche, ist frisch und sauber. Bevor ich da jetzt anfange, irgendwie meine... Sagt sie das wortwörtlich so? Ich stelle es mir nur gerade bildlich vor. Bevor ich da irgendwie noch irgendwie schwarz mit gelb, mit grün anfange zu waschen, weiss man also. Du, was ist denn aus deinem Projekt geworden, mit deinem Bruder zusammenzuziehen? Das behalte ich jetzt mal für mich. Du weißt ja nicht, ob das schon passiert ist oder nicht. Dann in dem Fall ist es schon passiert. Ich weiß es nicht. Ja. Er weiß nicht, wo er weiß es nicht, wo er gerade so... Das ist schon hart, ja. Also du brauchst nicht so wirklich das Zuhause mal da und dort und so? Nein, eigentlich nicht mehr. Bei dir ist das anders, oder? Du wohnst schon mit der Freundin zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Nein. Sie macht morgen schon in Basel. Also von dem her, sie steht irgendwie am Morgen um 4 Uhr auf und dann auf Basel fahren, ist jetzt auch nicht das Vergnügen. Nein, aber ich wohne in einer schönen Zweizimmerwohnung in Hönk und habe friedlich dort. Also. Du hast vorhin über das Thema Familie geredet. Ist das für dich ein Thema mit deiner Partnerin zusammen? Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Das wäre schon wünschenswert, auf jeden Fall. Ja. Könntest du dir auch vorstellen, Papi? Ja. Also, hast du jetzt bald gesagt? Nein, oder? Ob du dir vorstellen könntest, Papi zu werden. Ich dachte, du würdest mich jetzt schon auf die Zeitschiene nehmen. Nein. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass das bei dir schon Sack kutzt. Also, die richtige Frau dafür habe ich. Das Alter so langsam, aber sicher auch. Mein Kollegenkreis muss ich noch ein bisschen ändern. Aber sonst nachher... Er wird sich gut anbieten als Götti. Als Götti? Sorry. Nein, das glaube ich im Fall sogar das wirklich. Glaub das glaube ich also wirklich, das dass er wirklich machen. Qualitäten hätte. Zumindest Fußballspielen könnte du, ich allgemein mit Kind komme ich einfach gut klar. Es ist so, ich bin auch letztes Jahr Onkel geworden. Mit dem Bruder ist Vater geworden. Und es ist halt das Schönste, wenn du siehst, wenn du so mit einem kleinen Baby kannst umgehen. Aber ich weiß natürlich, ich bin noch nicht so weit. Von dem her. Ist okay, ich kann jetzt ein bisschen Zeit mit Nichten verbringen. Jetzt, ein bisschen üben, genau. Ja. Wenn ich so weit bin, ja.
Du, aber das 2015, das hat es in sich gehabt. He? Du bist Onkel geworden und dann hast du aber auch zwei Menschen verloren. Genau, die dich anscheinend auch reifer gemacht hat. Ja. Dein Götti und dein Onkel ist gestorben. Das ist ein wichtiger sonst ein Mensch. Melanie ist aus deinem Leben gegangen. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen? Was heisst, du weißt nicht, ob sie im 2015 oder 2016 aus meinem Leben gegangen ist. Nein, wir haben eigentlich irgendwo durch 2015 haben wir bestätigt, dass wir ein Paar sind. Meinst du das? Ja, genau. Genau. Du, was ist jetzt, was ist die Frage, was ich aus dem gelernt habe? Was du aus dem Jahr mitgenommen hast. Also du hast mal gesagt, das hätte dich ernsthafter gemacht. Absolut, also, klar. Eben, du hast viele positive Sachen erlebt, auch viele negative. Und es macht irgendwo durch, klar, auch reifer. Irgendwo durch musst du Sachen ernst nehmen, aber eben, wenn irgendjemand plötzlich mal stirbt, blöd gesagt, dann musst du auch anfangen überlegen und sagen, du, soll ich mir überhaupt Gedanken machen, wie gesagt, was in 20 Jahren ist? Nein. Du weißt irgendwo durch nie, wenn es vorbei ist. Und darum sage ich auch, viele Leute denken sich, ah, morgen Abend, cool, hoffentlich komme ich ein Ticket über für die Party oder was auch immer. Ich denke mir irgendwo durch, du musst einfach froh sein, wenn du morgen aufstehst. Das Leben ist viel zu kurz, um jetzt irgendwo Trübsal zu blasen. Egal in welcher Hinsicht. So musst du eigentlich immer den Kopf rauf tun. Auch egal, was passiert. Trauern kannst du immer. Aber eigentlich lebst du nur einmal. Und es ist das Leben einfach in voller Zeit geniessen. Und der Geniessen, von Geniessen rede ich jetzt nicht zum Party machen und neue Frauen kennenlernen. Oder für Frauen Party machen und Männer kennenlernen. Nein. Sondern einfach du deinen Weg gehen und fertig. Was die anderen über das denken, ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist, ist doch scheißegal. Zieh dein Ding durch und fertig. Man hat schon das Gefühl, wenn man dir zulässt, du bist wahnsinnig abgerührt. Das nehme ich dir einfach nicht ab. Wegen? Nein, es ist ich glaube, so. du bist ein unglaublich sensibler Typ. Du hast doch auch sehr einen weichen Kern, wo es dir Sachen nicht egal sind. Oder sie dir sehr nahe gehen, könnte ich mir gut vorstellen. Absolut. Du, ich bin auch ein Mensch, der auch ab und zu brüllt und alles. Bei so Geschichten, ich bin jetzt nicht der, der sagt, du, ich stehe über allem. Absolut nicht. Ich bin irgendwo durch auch ein Sensibler. Nur vielleicht zeige ich das nicht immer wieder. Aber ich kann das gut für mich selber verarbeiten. Und das ist nur durch eine gewisse Stärke, die nicht so viele Leute haben. Also besprichst du auch mit niemandem? Oder doch, nein. Ich habe viele Freunde, ich habe Kollegen, Eltern, alles Mögliche. Ich rede mit allen über alles. Aber momentan in dieser Zeit, wie heisst es, zum jetzigen Zeitpunkt, geht es mir so gut, dass ich mit den Leuten nicht über irgendwelche Sachen muss reden muss, sondern was die nächsten Pläne sind. Mhm. Wo wir das Wochenende angehen, was wir nächste Woche machen, zum Teil so. Und du, der Alex, dein Zwillingsbruder, ist das dein engster Sparringpartner für die, sag ich jetzt mal, wirklich saftigen Themen? Du, was heisst mein engster Sparringpartner? Es ist der Alex und mein älterer Bruder. Und auch meine Eltern. Ich rede mit ihnen über vieles und zum Teil Kollegen, Kolleginnen, Freundinnen, wo ich mit denen auch über alles reden kann. Aber es ist jetzt nicht so, du, gewisse Themen interessieren mich einfach nicht. Dann sage ich, okay, es ist passiert. Es geht weiter, ich muss jetzt über das nicht reden, um irgendwie zu verarbeiten. Du, ich bin nur durch so einer, der sagt, eben... Ein Duroptimist, oder? Das sowieso, muss auch sein heutzutage. Weil eben, du weißt nie, was sich morgen erwartet oder übermorgen. Vor allem in der heutigen Zeit, wenn man da alles liest, was alles passiert, was irgendwo durch, ja, tragisch ist, aber es ist halt so. Es geht sich sicher einfacher durchs Leben, oder Stefan? Wenn man die Haltung hat, die Willi hat, wenn man halt einfach sagt, egal was morgen ist, ich geniesse es jetzt und kümmere mich auch nicht um irgendetwas und baue mir da keine Luftschlösser im Kopf. Das ist ein Ansatz, den du gewählt hast. Meine, du hast auch noch eine spezielle Geschichte mit deiner Krankheit, deiner Stoffwechselkrankheit, die du seit klein auf hast. Und wenn man dir zuhört, und du hast auch schon jemanden darüber geredet, hat man ja auch das Gefühl, du hättest einen unglaublichen Weg gefunden oder eine unglaubliche Stärke gefunden, auch in dieser speziellen Ausgangslage, dass du ja jeden Tag dich mit dem im Grundsatz musst beschäftigen, einfach körperlich. Und es dich aber trotzdem, also zumindest wirkt es nach außen so, dich nicht einschränkt im Alltag oder auch, sag mal, die Vergänglichkeit, die wahrscheinlich noch viel mehr ein Thema ist als jetzt beim Bujo. Ja, also ohne jetzt noch mal zu wiederholen, was er alles schon gesagt hat, aber es ist natürlich schon so, man kann sich ständig Gedanken machen und dann geht man irgendwie dran zugrund. Oder man akzeptiert einfach, wie es ist und ist dankbar und macht das Beste aus der Situation. Und das ist der Ansatz, den ich gewählt habe, was nicht heisst, dass ich wegen dem jetzt nie irgendeine Krise habe oder manchmal denke, Scheiße. Und was passiert eigentlich noch? Und also ich weiß nicht, vielleicht kann ich in 5 Monaten meinen Job nicht mehr machen, weil ich irgendeinen Infekt eingefangen habe oder weiss ich was. Aber was bringt es mir, wenn ich jetzt jeden Tag darüber nachdenke? Also, du musst das Leben irgendwie dann leben, wenn du kannst. Und, ja, und dir nicht irgendwie den ganzen Tag Gedanken machen, was könnte sein. Weil ich glaube, das bewirkt eher Negatives als Positives im Körper. Mhm.
Und es gibt gar nie so kurze Momente, wo du auch für dich sagst, hey, da habe ich mal wirklich richtig Schiss. Oder da läuft es mir mal kalt drauf. Also kurze Momente gibt es nie, wenn, dann gehen die wirklich lang. Also, ah, schon? Nein, das ist ja wirklich so. Also da setze ich mich dann schon intensiv auch mit meinen Gefühlen auseinander, blöd gesagt. Das ist nicht etwas, wo man dann so kurz daran denkt, weil für das ist es dann schlicht und einfach zu wichtig. Aber man muss dann wie also ein bisschen den Rang für sich selber finden und sagen, hey, komm, kannst du jetzt etwas ändern an dieser Situation? Und diese Frage muss ich mir seit über 30 Jahren stellen. Und nein, kann ich nicht. Also mache ich einfach das Beste, was ich habe. Und wenn ich dann wirklich mal ein Problem habe, dann mache ich mir dann auch die Gedanken. Mhm. Also der Tod an sich, wie präsent ist das? Weißt du, in deiner Auseinandersetzung mit, so einer, mit dem Thema Krankheit? Ja, jetzt nicht. Also ich hätte jetzt mehr Angst vor dem Tod, wenn ich mit dem Wuja im Ausgang bin, als wegen meiner Krankheit. Wenn er Auto fährt, ist das sehr gefährlich. Ja, es gibt einen Grund, warum ich uns da hingefahren habe und nicht er. Oder? Zumal er gar nicht fahren darf, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Nein, also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, da steht wirklich einer mit dem schwarzen Mantel hinter mir und hat eine Klinge dabei. Aber natürlich ist es ein Thema, das ich mich immer wieder haben müssen, damit auseinandersetzen musste. Aber es ist zum Glück, und da geht es mir, da habe ich das grosse Glück, einfach auch genug gut, nicht etwas, wo ich jetzt wirklich minütlich daran denken muss. Mhm. Und ich denke auch, oder zumindest hast du es auch schon gesagt, dass deine Eltern glaub, schon auch entscheidend gewesen sind, wie man so ein Thema wahrscheinlich als Kind auch einführt, oder? Ob man das da so gross macht und schwer, oder? Natürlich. Das ist für sie natürlich damals viel schwieriger gewesen als für mich, weil als Kind siehst du ja Zusammenhänge nicht wirklich. Mhm. Oder? Und klar kommst du mit, weil es ist tragisch und irgendetwas ist nicht gut. Aber für die Eltern, wo man dann irgendwie sagt, sind froh, wenn euer Kind Pubertät überlebt, ist das viel schwieriger als für das Kind selber nachher. Und ich sage immer, es tut mir unheimlich leid für meine Eltern, weil sie haben budgetiert bis zu der Pubertät. Und jetzt bin ich über 30, die sind halb pleite. Also von dem her dumm gelaufen. Und dankbar. Halb pleite und dankbar. Genau. Wir schauen mal noch schnell das Gesicht vom Wuyo. Nein, nicht. Doch, unbedingt. Oh. Nicht in deins, nicht in deins. Musst du keine Sorgen machen. Das ist übrigens kein Unfall, seine Haare. Er hat es mir erklärt. Es ist kein Unfall, es ist wirklich so gewollt. Hast du das selber gemacht? Das wäre eine gute Anschlussfrage. Nein, das stimmt nicht. Kann ich machen lassen. Okay, also wir schauen mal schnell, was für Stärken wir hier in dem Gesicht festmachen können. Der Peter Sassi gibt uns dann. Hujo, Gabritsch. Der Hujo, ja. Sicher, bekannte Grösse in der Schweiz. Bei ihm ist ganz markant, wo seine Augen liegen. Die Augen liegen eher tief hinten, ein bisschen weiter hinten. Also das kommt dann ein bisschen vorne und dann liegen durch das die Augen ein bisschen weiter hinten. Und das zeigt mir immer, ja, kann misstrauisch sein. Eine gesunde Art von Misstrauen tut es bei ihm zeigen. Manchmal ja, kann das auch ein bisschen länger gehen mit seinem Misstrauen. Gleichzeitig hat er ja, einen schönen Amorbogen. Das ist hier das Herzchen, der Oberlippen. Schönes Herzchen. Und das ist sein Einfühlungsvermögen, das er hat. Also Empathie. Empathie, mit dem kann er gut umgehen. Hat er nicht gelernt. Sondern es gehört zu seinem Leben, diese Empathie. Ja. Dann hat er natürlich ganz markante Unterlippen. Also markantes Unterlippen. Fleisch, Lust, Genuss und Sex sind dann ganz starke Merkmale. Ja, wo er auch mit Lust und Genuss geniessen kann. Dementsprechend. Gleichzeitig ja, neigt er dazu, dann auch das Geniessen situativ ein bisschen zu übertreiben. Das ist es dann schon auch. Dann da hat er noch Querfalten in der Stirn. Da. Und das heisst, er sagt dann auch, wenn es passt und wenn es ihm nicht passt. Also einfach nur abschlucken macht er nicht. Er sagt es dann. Und dort kommt jetzt etwas ganz Spezielles, weil er hat hier noch so eine ausgefüllte Backe. Also da kommt so ein bisschen Fleisch raus. Das sieht natürlich nicht so aus, da, wenn ich das mache, sondern es ist einfach, da wird es ein bisschen bölsterlich da rundum, bis etwa da hinten an der Kante noch. Und das gibt dann den Hinweis, ja, also wenn der Wuyo dann verrückt wird, also das ist dann, ja, dann kann schon einiges passieren. Dann ist das nicht nur verbal, wo er das vielleicht lautstark sagt, dann kann er auch noch ein bisschen, ja, körperlich dementsprechend das ausdrücken. Und dann, also physisch, ja, dann macht sich auch das bemerkbar, dass er dann eben, ja, da schon ein bisschen, ja, markant sich selber darstellen kann. Schön. Ja? Ich glaube, die freundlichste Formulierung für «er schlägt ab und zu», die ich je gehört habe. Also, eigentlich hat er ja in allem recht. Ja. Ist das wahr? Ja. Wann schlägst du denn dazu?
Nein, also zuschlagen hat er jetzt nicht gesagt, und das mache ich auch nicht. Das hat der Stefan jetzt gesagt. Aber ich sage jetzt, dass er eigentlich alles so formuliert hat, wie das auch eigentlich ist und was ich auch alles gerne habe und wie ich auch bin. Ob er jetzt das alles von meinem Gesicht hat oder von den Artikeln, was vor in der Zeitung war, das weiß ich natürlich nicht. Aber es ist sehr zutreffend. Ich glaube, das kann man sagen. Ja, das Misstrauisch hat mich jetzt neu überrascht. Bist du ein misstrauischer Typ? Du, ich sage es mal so, in diesem Business hast du auch viele Schultern, die dir auf die Schultern klopfen, die ganze Zeit und Sachen, und es eigentlich nur gut mit dir meinen, wenn du vielleicht mal nur Erfolg hast. Und wenn du irgendwann mal, hoffen wir es alle nicht, keinen Erfolg mehr hast, auf einmal die Leute natürlich nicht mehr in deinem Umfeld sind. Und was das angeht, dort komme ich eigentlich ziemlich gut raus. Da merke ich auch schnell, ah, okay, der will eigentlich nur ein bisschen, blöd gesagt, mit mir ein bisschen um die Häuser ziehen, damit er auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Und dann sehe ich eigentlich schnell, wo es dort anführt. Und dann bin ich natürlich auch einer, wie er gesagt hat, der einer die Meinung sagt. Also absolut, das stört mich eigentlich gar nicht, ob jetzt jemand 15 ist oder 50. Du, ich sage klipp und klar, was ich denke, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Das ist voll klar. Ich glaube, man kann mit Klarheit viel mehr anfangen. Erlebst du das auch, das Schultern klopfen, jetzt gerade, wo der Hype so gross ist? Hast du auf einmal wahnsinnig viele Freunde? Man hat bei dir im Moment ja auch gesehen, von 5, wo du gestartet hast. Mit deiner ersten Comedy-Show war es wahrscheinlich noch nicht ganz so gewesen. Da hat es auch ganz viel gegeben, wo dann, man kennt das in der Schweiz, dann auch schnell mal oben runterhauen. Das wird sich jetzt völlig geändert, habe ich mich auch. Ja, ist lustig. Also Leute, die noch bösartige Berichte über mich geschrieben haben, vor 5 Jahren, fragen jetzt gnädig um Interviews an. Ist sehr interessant, um zu sehen, wie sich das entwickelt hat, um es freundlich auszudrücken. Wie gut kann man mit dem umgehen? Also, viele sagen ja schon auch, ich glaube, das ist jetzt noch etwas anderes wie beim Muio. Bei dir ist es ja so, du gibst enorm Mühe. Jetzt hat das Programm Aura, wo du im Moment auch auf Tour bist, da steckt ja unglaublich viel Herzblut dahinter. Ganz viele Stunden, das sehen viele nicht. Das ist ein richtiger Krampf. Das ist ein richtiger Krampf, das auf die Bühne zu machen und dann einfach schnell abgekanzelt werden. Ein Journey, der schnell eine halbe Stunde reinsitzt, was negativ sagt. Das ist schon auch harte Kost, oder? Ist harte Kost. In der Regel ist es relativ einfach nachher erklärbar mit persönlichen Hintergründen. Sprich, dass jemand dich halt einfach nicht mag und darum einfach schon mal das Prinzip drin hat. Das trifft mich dann ein bisschen weniger. Es ist nicht schön für die öffentliche Wirkung. Weil die Leute den Hintergrund dann halt nicht kennen. Aber also ich muss jetzt auch sagen, also ich bin jetzt noch nie wirklich deftig runtergehauen worden oder so. Und auf der anderen Seite finde ich dann auch, ich teile enorm viel aus. Also muss ich auch einen Teil einstecken. Und wenn wir schon Sachen zusammengedreht haben, jetzt bei der ganzen Wahlserie etc., hat der Wuyo auch die ein oder andere Point auf meine Kosten gemacht. Und ich finde, das ist nicht mehr wie fair, dass man da wirklich auch einen Austausch hat. Nicht einen Schlagabtausch, aber einen Austausch. Es ist ja dann gleich, wenn wir sehen, wer Polen schlagen. Aber du hast es vielleicht so schön an euch. Danke vielmals, dass ihr da gewesen. Stefan, dich gibt es im Moment wieder auf der Bühne mit dem neuen Programm Aura, das im Spital entstanden ist. Gibt auch noch Tickets, gell? Also wenn man noch wette, ein paar hat es noch, kann man auf deine Seite gehen, die dann mit so einblenden und kann sich informieren, wenn man dich sehen kann. Dich sieht man eh die ganze Zeit irgendwo, gell? Und am besten im Ausgang. Meistens ist er der Abendrei auf dem Boden kriegt. Die Zeiten sind auch vorbei. Du bist auch älter geworden, ja, absolut, oder? Das ist ja wirklich. Ja, definitiv. Ja. Ich sage nicht in dem Sinn von nicht mehr in den Ausgang, aber ich sage mit am Boden kriechen. Ja, fast schon langweilig. Also so vor 2-3 Monaten, vor vielleicht einem Jahr oder so, hat er mir auf dem Handy noch gezeigt, was für Nacktfotos er zugeschickt bekommt. Das ist alles vorbei. Das ist wirklich fast schon langweilig geworden, der Wuyo. Das glaube ich nicht. Ich freue mich auf vieles, was da noch kommt. Und sage danke vielmals. Ich habe euch da noch ein kleines Geschenk, etwas aus der Ostschweiz. Aus dem Tour, gib ihm das Grössere. Weil er braucht etwas mehr Kaffee für Bühnen, oder? Danke vielmals, ist lieb, merci. Danke. Danke vielmals, alles Gute. Und wir sehen uns wie immer natürlich am nächsten Donnerstag wieder, 22.00 auf dem Teleclub Prime. Habt es gut. Ade miteinander. So, danke. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber. Für anspruchsvolle Genießer.